Hallo und herzlich willkommen bei einer Inkscape. Heute ja so eine Sonderausgabe, wenn man will, denn es überschneidet Inkscape mit, also dieses Programm Inkscape, mit einem T-Shirt-Anbieter oder zwei T-Shirt-Anbietern, und zwar einmal mit Spreadshirt und einmal mit Shirty. Mit diesen beiden Plattformen kann man nicht nur seine eigenen T-Shirts kreieren lassen, also einschicken und erhält dann die eigenen T-Shirts, sondern wenn man damit kein Problem hat, dass andere Menschen mit dem gleichen T-Shirt rumlaufen wie einer selbst, kann man sogar noch ein Geld damit verdienen. Ihr seht hier auf Spreadshirt ein paar meiner Designs, die ich da so gemacht habe. So Skorpion Metallic, da habe ich auf Inkscape herumgespürt. Das ist eigentlich alles auf Inkscape geschehen, die Sachen. Und die stelle ich dann online. Und ihr seht hier, das ist dann meine Marge, was ich habe, wenn ein Mensch ein T-Shirt oder sonst etwas davon verkauft. So, ich gehe da mal kurz auf Bearbeiten. Ja, hier ist jetzt die Statistik. Immer wieder die Auszahlungen. 15.01., 8 €, 16., 11 €, 12. Dann haben wir da im September 11 €, im August 20 € und so weiter und so fort. Ja, es ist immer so ein bisschen ein kleines, ein bisschen ein paar Euro, über die man sich einfach freut. Und wenn man das so richtig ernst betreibt, ich mache das jetzt, ich habe da in über einem Jahr, weiß nicht, gerade einmal 20 Designs eingestellt und habe trotzdem 100 Euro verdient. Also da gibt es richtig fleißige Menschen, die stellen 10 solche Designs am Tag rein und ja, die leben eigentlich davon. Es gibt Menschen, die von solchen Dingen leben. Ich gehöre nicht dazu, weil da einfach das Sitzfleisch dazu fehlt. Das Gleiche. Ich sehe jetzt hier bei Shirty und jetzt gehen wir mal auf Spreadshirt und versucht da, ja, ihr seht hier auf Spreadshirt oder Spreadshirt, wie das immer ausgesprochen wird, all meine Motive und die verschiedensten Sachen, was jetzt so angeboten werden, also T-Shirts, so kleine Taschen, Retro-Tasche, Tourensackerl, Umhängetasche, Buttons und so weiter. Alles, das kann man sich selber aussuchen. Was möchte ich haben mit diesem? Wie möchte ich die Menschen erreichen? Und ja, so ein Latzerl, wie man in Österreich sagt, für Babys. Kaffeeschale, Thermobecher. Es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Und jetzt tue ich da mal irgendwo draufklicken. So, auf den Skorpion, da klicken wir mal drauf. Und da seht ihr die verschiedensten Möglichkeiten. Da unten werden nochmal vorgeschlagen, meine anderen Designs. Hier kann ich hergehen und sagen, ich suche ja eine Brotdose. Und hier ist das vorgeschlagen, in Mailtassen. Hier seht ihr die Ergebnisse. So ein Hund, den habe ich auch auf Inkscape designt. Relativ teuer, das Spreadshirt, die Marge relativ gering. Also, aber der Vorteil auf Spreadshirt ist, habe ich beobachtet, man erreicht mehr Menschen und man verkauft dort mehr. Ich habe da eine relativ geringe Marge. Also hier auf Shirty habe ich mehr Marge, aber dafür weniger Verkäufe. Also es kommt drauf an. Ich mag beides sehr gern. Es gibt sicher wahrscheinlich noch bessere. Habe ich mich noch nicht darum gekümmert. Und ja, und wie man so ein Design hoch reinstellt auf diese beiden Plattformen, anmelden, das wird sie selber zusammenbringen mit einer E-Mail-Adresse, die wird sie haben. Das schafft sie alleine. Aber wie man so ein Design hochjagt und dann eventuell ein paar Euro verdient, das zeige ich euch jetzt anhand. Die Braut, die sich traut, ja, das werden wir jetzt einfach
angehen und ich lösche das einmal raus. Diese Dokumentvorlage, die lösche ich auch immer raus. Ansicht, Zoom-Faktor 1:1 nehme ich da. Datei, Dokumenteneinstellungen. Die brauchen wir da jetzt, Rand der Seite ansehen brauchen wir nicht. Warum, zeige ich euch dann. Und wir werden da jetzt einfach einmal so Ringe hinzeichnen. So. Wir wollen keine Füllung haben. Falls ihr keine Kontur habt, kein Problem. Mit der Shift-Taste und dem Farbcode. Ich nehme da jetzt so ein Goldton, sowas in die Richtung, ein bisschen heller vielleicht, sowas. Könnt ihr die Kontur einschalten und die Füllung ohne Shift-Taste einfach X drucken. Also Kontur einschalten, Shift-Taste. Könnt ihr hier dann Farbcode aussuchen. Hier ist so einen Goldton möchte ich jetzt haben. Und den Inhalt, also die Füllung. Jetzt habt ihr wahrscheinlich bei der Kontur irgendwas eingestellt. Ihr geht jetzt, das einmal weg dort, Füllung und Kontur. Objekt, Füllung und Kontur. So, es ist das eingeblendet. Hier habt ihr die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Farbe, Füllung, Farbe, Muster, der Kontur. Und da habe ich bei Millimeter, bin ich geblieben, das hat es mir vorgeschlagen, aber ich bin auf 30 hochgegangen. Okay, 30 mm und keine Füllung. Füllung könnt ihr auch da einstellen und. Okay, seht ihr, und hier könnt ihr auch keine Farbe, ihr könnt auch einen Farbverlauf reingeben und so weiter. Das könnt ihr übrigens bei der Kontur auch machen. Wenn sie sagt, sie wird dann noch seinen so, Muster der Kontur, Farbe der Kontur. Hier kann ich einen linearen Farbverlauf reingeben. Geht da her und sage, ich möchte da ein bisschen ein helleres Gelb vielleicht. So. Dass das ein bisschen plastischer wirkt. Ja, das Ganze. Seht ihr, da haben wir schon bald den ersten Ring. Dann sage ich STRG D und gehe dann auf so ein helleres Grau, so ein 40% Grau, naja, ist mal fast 30% wieder mit der gedrückten Shift-Taste. Gehe dann auf unser, falls es noch ein Objekt auswählen und verändern, wird es eh gedruckt haben. Und jetzt geht es einfach die gewählten Objekte nach ganz unten absenken. So, jetzt verschwindet es im Hintergrund. Mit dem da gehe ich jetzt ein bisschen rauf. So. Und da so ein bisschen rein. Da ein bisschen rein. So. Gefällt mir das ganz gut. Mal schauen, den ersten Ring zusammen. Und ich sage, ich bin mit dem Farbverlauf noch nicht ganz zufrieden. Gehe da nochmal her und sage einfach, ich möchte diesen Farbverlauf umdrehen. Seht ihr, jetzt ist das helle da, das da. Ich könnte da jetzt auch draufklicken und noch eine andere Farbe, ein anderes Gelb nehmen und so weiter und so fort. Ich sage, ich bin zufrieden, das ist ein Ring. Obwohl ich jetzt sagen muss, der ist gar ein bisschen fett, dieser Ring. Muster der Kontur. Gehen wir runter auf 24 vielleicht. Ja, so schaut das schon besser aus. Gell? Da muss man natürlich jetzt mit der Musterkontur runtergehen, vielleicht auf 18, dass das nicht so durchschimmert. Und dann haben wir da mal einen Ring. Markiere das, sage Steuerung G wie Gustav. Habe das jetzt Ganze gruppiert, sage noch einmal STRG DORA, wie duplizieren. So, und jetzt drehen wir das Ganze. Und dann mache ich das Gleiche. Und schieben wir das so her. Und dann habe ich zwei so Ringe. Okay, ich sage einmal, das gefällt mir so. Jetzt machen wir das Wichtigste, nämlich einen lustigen Spruch dazu. Ist mir jetzt nichts Gescheiteres eingefallen und ich schreibe einfach die, vielleicht einmal in Großbuchstaben, die Braut
die sich traut, zentriere das Ganze. Naja, muss nicht einmal sein, sehe gerade, man kann das auch ganz nett einbauen, fällt mir gerade ein. Mal schauen, wie das ausschaut. Ging ja auch, glaube ich, ja. Die Braut, die sich traut. Mit der gedrückten Steuerungstaste kannst du es größer, kleiner machen und ihr behaltet jetzt die Proportionen bei. So, der Text soll natürlich um einiges größer sein. So, und da, dann sage ich Steuerung D wie Dora, gehe auf Auswahlwerkzeug, gehe da auf ausgewählte Objekte horizontal zentrieren, Steuerungstaste und gehe da her, sage markiere alles, sage Objekt, Pfad, Vereinigung, sorry, so, jetzt haben wir da ein leicht verhortakeltes Herzl. Das macht aber jetzt nichts, weil das kommt auf dem I-Punkt, das wird eh verkleinert. So, Kontur brauchen wir da jetzt keine. Shift-Taste X. Drück die Steuerungstaste. So, und setzt du so jeweils beim I so ein kleines Herzl drauf. Ich mache das Herzl sicher schöner als ich. Drück die Steuerungstaste. Drück die Steuerung D. So. Und dann haben wir da überall so kleine rote Herzen drauf. Besser wäre es, wenn ich da Groß- und Kleinschreibung hätte. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich habe das einfach so ein bisschen als Aufputz. Und jetzt gehe ich her, jetzt muss ich das exportieren. Also wir haben das ja alles schon im Pfade. Pfad, Objekt im Pfade umwandeln, wichtig. Jetzt ist die Schrift keine Schrift mehr. Also falls ich jetzt einen Fehler drinnen habe, ich zeige euch das kurz, könnt ihr das jetzt nicht mehr korrigieren. Das ist jetzt, sind einfach Bildpunkte fürs Auge weiterhin Buchstaben, aber fürs Programm Bildpunkte. Und das ist wichtig, weil wir wollen das ja exportieren auf Spreadshirt und Shirty. So, was machen wir jetzt? Ich markiere das Ganze, fahre da drüber, sage Steuerung G wie Gustav. So habe ich da das Ganze gruppiert. Und jetzt muss ich das Ganze exportieren. Und zwar gehe ich da Datei, PNG-Bild, exportieren. Und jetzt kommt der spannende Teil der ganzen Geschichte. Sagt da Auswahl. Da oben ist wichtig, Auswahl ist auch nicht benutzerdefiniert. Auswahl gehe ich da und da sehen wir schon die Pixel. Bei einem von beiden ist es einmal ganz sicher, der größere Wert, das darf maximal, der größte Wert darf maximal 7000 Pixel haben. Die Proportionen behaltet er jetzt eh bei und wir nutzen das komplett aus, sagen 7000 Pixel. Also PNG exportieren, Seitezeichnung, Auswahl, Benutzer definiert, ihr nehmt die Auswahl, geht rein auf 7000 mal 4416. Dann passt es so halbwegs und dann markiere ich das, lasse das markiert, exportieren als, ganz wichtig, das wisst wohin ihr das exportiert und ich nehme da jetzt meinen Desktop und sage, ja, Braut, Feststelltaste, Braut. Gehe auf Speichern. Jetzt ist eigentlich noch nichts passiert. Jetzt habe ich gerade einmal dem Programm bekannt gegeben, wie der Dateiname dann heißt, also Braut, und wohin ich das will. Aber gespeichert hat er jetzt noch gar nichts. Dann sage ich alle ausgewählte verstecken. Ausgewählt habe ich das. Falls ich da jetzt irgendwelche Bildpunkte habe, nimmt man die nicht mit, sondern nur das ausgewählte, ganz wichtig. Und sage exportieren. So, ja, und jetzt kann ich schon auf
meine Seiten gehen, die ich euch unten rein verlinkt habe, also shirty.com und spreadshirt.at in meinem Fall. Es gibt natürlich DE und was weiß ich alles. Also ich bin ja in Österreich, wie ihr ja vielleicht schon raushört. Und wir beginnen jetzt mit Shirty und sag, ich möchte mit Spreadshirt, Entschuldigung, mit Spreadshirt beginnen wir und sag, ich möchte ein neues Design. Also ihr seht, wenn ihr euch da mal angemeldet habt, den Link, den Direktlink, den gebe ich euch da rein, also zu euren Designs, dann nicht, damit nicht herumsuchen müsst, dann müsst ihr euch nur anmelden und dann kommt es zu euren Designs und ihr werdet wahrscheinlich das noch alles leer haben. Und ihr habt dort diese Vorauswahl, das ist Pluszeichen, weitere Designs hochladen, passt. Sagt Design hochladen, klickt dort drauf und geht dann auf meinen Desktop. So, von dem habe ich zwei. So, und da ist die Braut und sag öffnen. Ja, und dauert es ein bisschen. Und wenn das okay ist für das Programm, also die 7000, das dürfte anscheinend passen. Und das wird ja dann noch händisch geprüft, ob das inhaltlich irgendwie verwerflich ist oder sonst irgendwas oder ob das Bild pixelt, weil dann wird es nämlich nicht veröffentlicht, dann wird es abgelehnt. Ganz wichtig. Das geht auf Spreadshirt relativ rasch, aber es kann an, also noch nicht so schnell auch wieder nicht. Und bei Shirty dauert das immer ein bisschen länger. Ja? Aber das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht unser Problem sein. So, jetzt geht er nochmal auf Shirty. Ihr seht, was ich im letzten Jahr so verdient habe mit meinen paar, Vorlagen, die ich da habe. Und da schaut es ein bisschen anders aus. Und da dauert es ja, bis zu 3-4 Werktage, bis das veröffentlicht wird. Das ist aber kein Problem. Wir bleiben jetzt einmal auf Spreadshirt. Und die Braut, die sich traut, das ist schon, wie gesagt, da drinnen. Und jetzt müssen wir das Ganze eben einstellen. So, hier den Bleistift drucken wir drauf und da könnt ihr hergehen und sagen, was wollt ihr, was willst du alles und welche Form willst du? Da ihr schwarze Schrift habt, ist natürlich eine schwarze Schrift auf einem schwarzen T-Shirt eher ungünstig, weil da wird man nichts sehen. Und hier kann ich hergehen und Produktauswahl bearbeiten. Kann da hergehen und sagen, ja, ich will das alles haben. Und zwar gehe ich dann auf alle auswählen. Ja. Und dann gibt es alles, was es so gibt. Accessoires, da unten, Tassen, seht ihr. Alles möglich, es wird dann hier veröffentlicht, Taschen, die Braut, die sich traut. Es wird im Normalfall ein T-Shirt sein, also in dem Fall, ja, maximal Kaffeeheferl würde ich sagen, aber so ein Rucksack wird sie wahrscheinlich niemand drucken lassen, die Braut, die sich traut. Aber wer weiß das schon, wir sagen einfach, ich werde da einfach immer alle auswählen, dann habe ich alles bis hin zur Brotdose, alles drinnen, sagt dann fertig, ja, und weiter. Und jetzt ist auch wichtig, dass die Leute das anfinden. Und ich schreibe dahin, die Braut, die sich traut, Braut, Brautkleid, Brautjungfer, Brautpaar, da kann man noch Sachen reinschreiben. Ja, Poltern, so wie es in Österreich heißt. Das machen eigentlich nur die Männer, aber mittlerweile habe ich schon auch Frauen gesehen, die poltern. Polterabend, ja, und solche Sachen, dass die Leute euch anfinden. Ne? Die wollen sich vielleicht so ein einheitliches T-Shirt verkaufen und dann habt ihr, wenn ihr Glück habt, geht 10 von die verkauft oder vielleicht noch mehr, wer weiß das. So, die schreibe ich noch mal rein, die sich traut, da könnt ihr natürlich ganze Texte und jetzt ganz wichtig, eigener Text. Und
Das Spreadshirt ist ein bisschen teurer. Ich bin da ein bisschen sparsam mit meinem Designpreis. Ich sage 6,60 €, hat sich ein bisschen bewährt und sage dann veröffentlichen. Ja? Schließen und kann dann auf, na, jetzt habe ich sogar ein Guthaben, vor ein paar Tagen jetzt was verkauft. 5 € sind 5 €. So, wird geprüft noch, kein Problem. Mal schauen, das dauert ein bisschen, es geht normal relativ zügig, sage ich einmal. Und jetzt gehen wir auf Shirty, machen das halt gleiche. Da ist es ein bisschen langwieriger, muss ich euch gleich sagen. Und sage, ich will da eine neue Kampagne starten, das Produkt verkaufen. Da unten setze ich das. Gebe ich euch auch den Direktlink rein. So, dauert jetzt ein bisschen. Dann macht er da schon so einen Vorschlag. Und dahinter so ein, ja, so ein Babyblau oder wie man dazu sagt, Computer durchsuchen. Dann schauen wir uns das an. Die Braut, die sich traut, sollen wir öffnen und haben dieses wunderbare T-Shirt da drauf. Und da kann ich jetzt hergehen und sagen, was möchte ich alles noch haben. Also ihr könnt den Designerpreis stellen wir neu ein. Ich sage, ich möchte jetzt noch, da jetzt werden vor allem die Damen das Ganze anziehen. Und sage, Damen-T-Shirts. Die Braut, die sich traut, gelb ist da jetzt eher ungünstig. Wenn wir da vielleicht so ein Orange nehmen, ein bisschen rauf, dass das nicht unter die Brust rutscht. Das schaut dann immer so blöd aus, wenn das dann da am Bauch pickt. Das müsst ihr dann mit ein bisschen ein Gefühl machen. So, gerade bei den Damen. Wenn das jetzt da ist, dann, ja, ihr wisst schon, kann passieren, dass man das nicht einmal lesen kann. Ja, und sage jetzt, ja, das ist mein Design, das möchte ich haben. Und sage zum nächsten Schritt. Und jetzt kann ich hergehen und stelle mir da wieder die Marge ein, die ich habe. Ich sage da jetzt 17 €, da läuft es ein bisschen anders. So, würde ich 8 € verdienen. Ich sage, ich würde es um 15 € hergeben, dann habe ich meine 6 € wieder. Ja, passt, cool. Hier stelle ich die Farben ein, alle Farben, die es möglich ist. Und da sage ich jetzt, weil ich schwarze Schrift habe, alle außer schwarz. Und das, die Leute, die das kaufen, die sehen das dann ja eh. Und die wird sie wahrscheinlich auch kein Geld auslösen, sonst verschwindet der Ring. Ne? So, das habe ich auch weg. Und so weiter. Und jetzt kann ich zur Produktauswahl gehen und sage, geht dann runter da. Mir gefällt es, also es ist nicht unbedingt super toll. Das andere ist komfortabler, die andere Plattform. So, das 17 €. Alle außer schwarz. Und so weiter und so fort. Damen-Melange-Shirt. Alle außer schwarz. Müsst natürlich aufpassen, ihr könnt es auch in weißer Schrift haben, dann sollten es natürlich auch keine weißen Shirts sein. Aber schwarze T-Shirts wird man hoffentlich bei einem Polterabend eh nicht tragen. So, 17. Oder doch, ich weiß es nicht. 18,95. So, da könnt ihr ein bisschen spielen mit den Preisen einzeln. Ihr könnt es dann natürlich auch vorlang machen, das ist auch kein Problem. Schwangerschaftsshirts vielleicht auch nicht so schlecht. Das machen wir ein bisschen teurer, damit wir auf unsere 6 € kommen. Das haben wir auch alle außer schwarz. Ah, das gibt es nur in schwarz. Ja, dann ist das ein bisschen schlecht. Dann haben wir da Pech gehabt. Könnt ihr da jetzt hergehen und mein Design dann auf weiße Schrift ändern. Und so weiter und so fort. Sommer, so ein Premium Organic Shirt, also ein Bio-T-Shirt. Und sagt da 18,95 €. Alle außer schwarz und passt. So, dann gehe ich zum nächsten Schritt. Ich bin damit zufrieden. Sag die Braut, die sich traut. Die Braut, die sich
Draht. Beschreibungstext auswählen. Da mache ich mir den Feuer auf Deutsch. Und da unten gebe ich ein Poltern. Hoppala. Junggesellenabschied. Ja, und so weiter und so fort. Die Braut, die sich traut. Das ist jetzt nicht der Burner, aber naja, bitte. Kategorie. Abschied. Schauen wir mal. Jung. Findet nichts an. Heiraten vielleicht. Heirat. Paar. Beziehung, Liebe und Beziehung. Ja, das passt gut. In dieser Kategorie findet man das am deutschen Marktplatz ein. Also da könnt ihr aussuchen, ihr könnt dann in Dänemark, Italien auch was verkaufen. Ne? Das ist euch überlassen. So, und dann gehe ich auf Produkt veröffentlichen. Deine Kampagne wird gespeichert. Und auf Shirty dauert es dann, ja, ich würde mal sagen, 3 bis 4 Werktage. Und dann wird es im Normalfall, wie gesagt, wenn es die Voraussetzungen erfüllt, veröffentlicht. Ihr seht hier, kann ich da die Inaktiven anschauen. Die Braut, die sich traut, ist eben inaktiv. Natürlich, warum? Weil es gerade kontrolliert wird. Ja, zwischendurch möchte ich euch noch sagen, ich bitte euch um einen Daumen nach oben, um ein Abo, ganz wichtig bitte für mich. Falls ich euch helfen kann, und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Baba und auf Wiedersehen.